Kollege Schäfer-Gümbel, das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße ausdrücklich die Debatte. Ich finde, sie hat sehr gute Beiträge gebracht. Sie gibt auch gute Gelegenheit, das zu betonen, was uns verbindet. Das möchte ich zu Beginn tun. Kollege Wagner, Ihre Fraktion hat den Antrag eingebracht, die freie, offene und vielfältige Gesellschaft zu verteidigen und für den Zusammenhalt der Gesellschaft auch in Hessen zu werben. Meine Damen und Herren, diese Gesellschaft hält zusammen. Tagtäglich sind Millionen Menschen der beste Beweis dafür, dass sie sich um diese Gemeinschaft kümmern, indem sie mit Empathie, mit Leidenschaft, mit großer Solidarität zu Millionen im Ehrenamt, auch in bezahlter Arbeit, auf ihrem Wege sich für diese Gemeinschaft einsetzen. Dies wäre nicht das offene, das freie und das vielfältige Land, wenn es nicht millionenfach täglich gelebt würde. Dafür bin ich dankbar. Und, meine Damen und Herren, das ist Hessen, und so muss Hessen bleiben. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Wir haben es oft genug beschrieben, das gehört auch heute dazu. Hessen darf und wird kein Platz sein für Ausgrenzung, für Rassismus und schon gar nicht für Gewalt. Und deshalb muss man einen richtigen Diskurs führen. Ich bin bei manchem dabei, was hier gesagt wurde. Und ich verstehe auch, dass nach ein paar Tagen nach einer Bundestagswahl natürlich das Bedürfnis groß ist, sich darüber auszutauschen, was bedeutet das, was bedeutet das auch für unsere Arbeit. Und ich habe mich eben gefragt, haben wir mit dem einen oder anderen Beitrag jetzt eine Chance, die 13%, die eine Partei gewählt haben, die hier übergreifend nicht für die bessere Alternative für Deutschland gehalten wird, haben wir mit diesen Beiträgen eine Chance, diese Menschen wieder zurückzuholen. Ich glaube, das ist nicht abschließend gelungen. Da waren viele Beiträge dabei, die ich ausdrücklich unterstreiche. Herr Kollege Rock, ich bin ganz bei Ihnen. Ja, diese pavlovschen Reflexe, indem wir sozusagen über alles springen, mit kalkulierten Tabubrüchen in dieser Politik und in dieser Medienlandschaft sozusagen alle am Gängelband zu führen, nach dem Motto, je mehr Empörung, umso besser für die, die mit dieser Republik anderes vorhaben. Ich glaube, die Frage ist zentral. Und da müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie gehen wir damit um. Ich bin sehr bei Prof. Leckewy, der empfohlen hat, pauschale Diffamierungen führen nicht weiter. Es gibt unterschiedliche Menschen, die die gewählt haben. Es sind zum einen diejenigen, die bisher auch wir nie erreicht haben, die immer aus dem Lager der Nichtwähler kommen, die bisher nicht gewählt haben, weil ihre Stimme aus ihrer Sicht umsonst war. Das haben sie jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie eine Adresse und glauben, es ist nicht umsonst. Nicht im Sinne von Lösung, sondern im Sinne von, die machen den anderen mal Dampf. Dann dürfen wir nicht ganz vergessen, wir haben auch in demokratischen Gesellschaften immer auch extreme Ränder. Die NPD, die DVU, die Republikaner und was wir alles hatten, auch daraus speist sich einiges. Und der dritte Block, und das ist für mich der entscheidende, das sind die Menschen, die enttäuscht waren und deren Vertrauen wir nicht gewinnen konnten, von denen ich aber nicht bereit bin, sie einfach aufzugeben. Um die zu ringen, ist unsere Aufgabe, meine Damen und Herren. Und unsere Aufgabe muss es doch sein, den Kreis der Enttäuschten sozusagen nicht noch größer werden zu lassen. Und deshalb ist es richtig, dass wir genauer hinschauen, dass wir auch differenzieren. Mit Beschwörungsformeln werden Sie diese Menschen nie erreichen. Und ich sage Ihnen auch, ich habe auch den Eindruck gewonnen, einige sind auch nicht zu erreichen.
Ich hatte in diesem Wahlkampf ja öfters Gelegenheit, auf Großveranstaltungen meiner Partei zu sprechen, gemeinsam mit der Bundeskanzlerin. Was mir dort an kleinen Gruppen, aber an Hass bis hin zu körperlichen Attacken begegnet ist, das muss einen erschrecken. Und mir soll niemand erzählen, dass die mit mir über irgendein Steuerthema, über Nachhaltigkeit oder irgendwas reden wollen. Nein, sie schreien Haut ab. Die wollen einen anderen Weg. Sie haben auch nichts im Sinne mit diesem demokratischen Diskurs, um den wir ringen. Sie halten diese Form der Demokratie schlicht und ergreifend für verabscheuungswürdig, und sie wollen woanders hin. Und, meine Damen und Herren, das Grundproblem, und das ist auch das Problem dieser Partei, ist, dass man in einer freien Demokratie sagen kann, dass man sogar diese Demokratie abschaffen will. Das darf man sagen, und bei uns kommt deshalb keiner ins Gefängnis. Aber die Grundvoraussetzung, dass die nicht immer weiter ausgreifen, ist, dass die Demokraten klar sagen, wo es langgeht. Und deshalb kann Grenzverletzung, provozierte Grenzverletzungen in bewusster Form nach dem Motto, alle regen sich auf, je mehr sich aufregen, desto mehr werden wir noch gewinnen. Diese Form muss klug beantwortet werden. Und mein Rat ist, behandeln wir sie korrekt, in der Sache beinhart, und lassen wir Grenzverletzungen nicht durchgehen, meine Damen und Herren. Also, ich denke, wir sollten uns um die kümmern, die enttäuscht waren, die mit dem politischen Angebot nicht zufrieden waren. Und auch da lohnt der Blick. Und wir sollten jetzt nicht der Versuchung erliegen, genau zu erklären, warum wer schuld ist. Davon halte ich vergleichsweise wenig. Eigentlich haben alle Anlass, wenn es denn so ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann es dazu kommen. Im europäischen Vergleich ist das überschaubar. Aber der europäische Vergleich hilft mir hier nicht. Wir haben Städte, in denen Menschen vielen ausländischen Menschen begegnen, auch viel anders sein, auch viel irritierend. Dann könnte man ja erwarten, dass dort die AfD Bombenzahlen hätte. Ich sage mal ein Beispiel wie Frankfurt. Dort hat die AfD deutlich schwächer abgeschnitten. Und wir haben auch in Hessen Gemeinden, da gibt es überhaupt keine Ausländer und keine Flüchtlinge. Und trotzdem hat die AfD dort gelegentlich außergewöhnlich viele Punkte erzielt. Und deshalb sind die einfachen Antworten nicht nur nicht hinreichend, sie sind in der Regel auch falsch. Und deshalb müssen wir uns intensiver mit dieser Geschichte beschäftigen. Und ich bin sehr dafür. Und ich möchte ausdrücklich sagen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich habe von diesem Pult aus der Sozialdemokratie und Ihnen persönlich gedankt, dass wir die Frage, wie kommen wir mit der großen Herausforderung, dass teilweise 120.000 Menschen in wenigen Monaten hier in dieses Land gekommen sind, wie kommen wir damit gemeinsam klar? Ich halte daran ausdrücklich fest. Und heute ist ja vielleicht der Tag, wo man das Gemeinsame zusammen ein wenig herausstreichen kann. Aber ich kann natürlich auch nicht darauf verzichten, das eine oder andere auch deutlich zu machen. Frau Kollegin Wagenknecht, sage ich schon. Sie sehen, wie weit das schon geht, sehr verehrte Frau Wissler. Herr Kollege Rock und Kollege Boddenberg haben Ihnen doch ins Stammbuch geschrieben, was Sie selbst wissen. Das wissen Sie doch. Gemessen an allen, und Ihre Gesamtwählerzahl ist eine kleine, Sie sind immer noch eine kleine Partei, hat niemand so viel an die AfD abgegeben wie Sie. Über 400.000 Stimmen. Waren diese 400.000 ehemaligen Wähler der LINKEN alle Nazis, weil Sie jetzt all die Wähler als Nazis bezeichnen? Ich kann Ihnen nur sagen, diese Form, dann ist gut, wenn Sie das hier klar machen, diese Form der pauschalen Kritik richtet sich immer gegen die, die sie erheben. Und in aller Klarheit zwei Dinge ins Stammbuch.
die Wortwahl von Herrn Gauland und Frau Wagenknecht, die müssen Sie einmal nebeneinander legen. Und dann werden Sie feststellen, die sind nicht nur in mancherlei Hinsicht eines Geistes, sie sind genauso. Die Sache wird nicht besser, wenn Sie dauernd unterbrechen. Wenn es Ihnen ernst ist um das Ringen, das wollte ich jetzt einmal unterstellen, dann müssten Sie doch denjenigen, die prominent in Ihrer Partei Ihre Partei repräsentieren, einmal klarmachen, dass der Kampf gegen diesen Ungeist nicht dadurch gewonnen werden kann, dass man teilweise bis in die Wortwahl den Menschen genau das Gleiche anbietet. Und deshalb sind Sie auch abgestraft worden, meine Damen und Herren. Und dann? Und dann ein Zweites. Das kann man nicht stehen lassen. Sie bringen immer wieder, und zwar wieder besseres Wissen, immer wieder den Vorwurf, auch hier in Hessen und damit auch durch diese Regierung, seien Flüchtlinge und Einheimische gegeneinander ausgespielt worden. Dies ist eine Unverschämtheit. Sie entspricht nicht der Wirklichkeit, und Sie werden auf diese Weise bedienen Sie genau diesen Protest, den Sie vorgeblich bekämpfen, meine Damen und Herren. Und das nenne ich verlogen. Dieses Haus hat beispielhaft vor 2 Jahren einmalig in Deutschland etwas beschlossen, was ja geradezu grandios war, wenn man es aus dem Rückblick betrachtet. Alle in Deutschland haben sich angestrengt und haben Programme vorgelegt, wie wir mit der Herausforderung der Aufnahme der Flüchtlinge klarkommen. Aber nur wir hier in Hessen haben schon vor 2 Jahren einen Aktionsplan gemacht, der hatte 2 Teile. Die Aufnahme der Flüchtlinge war der eine. Und der zweite Teil dieser Überschrift hieß „Und zum Zusammenhalt der Gesellschaft“. Und, meine Damen und Herren, diese Regierung und die tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 und GRÜNEN, wir überheben uns nicht. Aber wir dürfen ein bisschen darauf stolz sein, dass wir schon vor 2 Jahren in ganz außergewöhnlicher Situation eine gute Antwort auf die Herausforderungen gegeben haben. Und deshalb brauchen wir von Ihnen keine Belehrung dazu. Zur Sozialpolitik ist ja kaum etwas gesagt worden. Das lässt die Zeit vielleicht auch nicht zu. Aber das Stichwort des Sozialbudgets, das Stichwort der vielen Programme, das soll hier nicht einfach untergehen. Wir haben viele Programme, wo Menschen, die vorübergehend hilfsbedürftig sind, wieder geholfen werden soll, dass sie aus eigener Kraft ihr Leben vernünftig gestalten können. Vom Arbeitsplatz über Familienhilfe, frühe Hilfe, Schule gehört alles dazu. Das sollten wir nicht vergessen. Und ich will eine abschließende Bemerkung machen, weil die, glaube ich, hierher gehört. Diese Landesregierung und diese tragenden Fraktionen haben Ihnen vorgestellt eine Kampagne in unserem Land, die nennen wir Respektkampagne. Und vielleicht passt es genau hierher. Den respektvollen Umgang miteinander immer wieder einzufordern, ist nicht das Wort zum Sonntag, sondern vielleicht eine Form eines demokratischen Diskurses, die auch Unterschiedlichkeit aushält. Man muss nicht einer Meinung sein, aber ein Teil derjenigen, die mit Protest reagiert haben, wird man nicht mit pauschalen Diffamierungen erreichen. Sie ernst zu nehmen, das erscheint mir klug. Zu respektieren, dass man andere Meinungen hat, und von den anderen zu erwarten, dass sie Regeln respektieren. Das geht nicht einfach, das ist gelegentlich auch mühsam, nach meiner Überzeugung, aber auch neben allen inhaltlichen Fragen ein Punkt, den man immer wieder einfordern muss. Und deshalb werbe ich dafür. Es gibt viel Gemeinsamkeit, das habe ich hier in der Debatte gesehen, jedenfalls mit den meisten Fraktionen des Hauses. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Weg
nicht in den nächsten zwei, drei Wochen oder vier Wochen oder zwei Monaten erfolgreich beschritten werden kann. Das, was jetzt vor uns steht, ob Jamaika oder was auch immer, ist zum Teil geschuldet den Umständen des Tages und dieses Wahlergebnisses. Das, was tiefer liegt, wird uns viel länger beschäftigen. Und deshalb, meine Damen und Herren, Hessen ist ein Land, in dem die Menschen gut und gerne leben, in dem Demokratie und Freiheit kein leerer Spruch ist, sondern gelebte Wirklichkeit. Und das bleibt unsere Verpflichtung. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, miteinander so umzugehen, dass auch Unterschiedlichkeit ausgehalten werden kann, dann ist mir nicht bange. Denn 87% haben Vertrauen in die etablierten Parteien investiert. Und eine Botschaft dieses Bundestages ist doch auch, die dürfen wir jetzt nicht enttäuschen. Wenn wir nur noch über die 13% reden und die 87% vergessen, machen wir etwas falsch. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir haben eine Menge miteinander zu tun. Und dieses Wahlergebnis wird wie auch immer Folgen zeitigen. Ich habe mir es lange überlegt, aber es gehört jetzt dazu, meine Damen und Herren. Die einen sagen, die Sozialdemokraten haben eine Entscheidung getroffen, die ist natürlich zu respektieren. Die anderen sagen, die sind verantwortungslos. Ich will das nicht auf die Basis des Tages hochheben nach dem Motto, was ist jetzt taktisch klug oder unklug. Aber wenn ich das hier sehe, liebe Freunde, ab morgen kriegen Sie eins in die Fresse. Wenn das der Beginn der Auseinandersetzung ist, ich akzeptiere ausdrücklich, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich akzeptiere ausdrücklich eine Überlegung der Sozialdemokratie zu sagen, es ist auch ein staatspolitischer Auftrag, sozusagen die Gegenposition zu formulieren und aus dieser Großen Koalition herauszukommen. Das ist eine Position, die man gut vertreten kann. Aber was ich gerne hätte und was ich einfordere, nicht nur, weil wir gemeinsam miteinander nur lange genug regiert haben. Wenn wir so miteinander umgehen, dann werden wir denjenigen, die bewusst alle Grenzen überschreiten durch Provokation, nicht glaubwürdig entgegentreten können. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir haben also Anlass, uns mit der Botschaft von dem Sonntag intensiv auseinanderzusetzen. Das ist wahr. Wir haben aber keinen Anlass, in Sack und Asche zu gehen. Das, was bis Sonntag galt, gilt auch heute an dem Donnerstag. Dies ist ein starkes Land. Dies ist ein Land, auf das die Menschen stolz sein dürfen, die millionenfach in großartiger Weise in diesem Land arbeiten und die uns immer noch zu einem Vorbild für viele Länder in der Welt machen. Wenn wir dies völlig unter den Tisch fallen lassen, dann reagieren wir auch falsch. Unsere Leistungen anzuerkennen, gleichzeitig sensibel zu bleiben für die Herausforderungen, die noch zu lösen sind, das ist die Agenda. Das wollen wir tun durch gute Politik. Und in Hessen haben wir in meiner Überzeugung in den letzten vier Jahren dies herausragend bewiesen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, es ist jetzt allen Fraktionen zusätzlich 11 Minuten Redezeit. Ich stelle das fest, allen, wir sind in der Aktuellen Stunde, jede Fraktion hat diese Redezeit. Ich frage einmal, mir ist vorhin zugerufen worden, dass man sich vereinbart hätte, dass auch die Fraktionsvorsitzenden in eine zweite Runde gehen können. Das ist zwar gegen die Geschäftsordnung, aber wenn wir uns alle einig sind, gilt immer, Mehrheit ist noch klüger als die Geschäftsordnung ab und zu. Wenn wir uns dann einig sind, dann kann das so sein. Und dann darf ich die Frau Kollegin Wissler als Erste aufrufen. Bitte sehr. 11 Minuten maximal.
Höchstgeschwindigkeit, nicht Mindestgeschwindigkeit. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will doch noch einmal ein paar Fakten hier in die Debatte einbringen, auch gerade in Erwiderung auf das, was der Ministerpräsident gerade gesagt hat. Ich möchte einmal anfangen mit den Wählerwanderungen, Herr Boddenberg. Die meisten Stimmen bekam die AfD, und das muss uns allen Sorgen machen, von den Nichtwählern. Mit Abstand die meisten Wähler kommen von den Nichtwählern, die ja auch in vielen Fällen enttäuschte Wähler von wir wissen nicht, wem ist. Danach kommt erst einmal die Union mit über 1 Million Stimmen. Danach kommt erst einmal lange gar nichts. Dann bekommen die Sonstigen, dann kommt die SPD und danach kommt DIE LINKE. Und ich finde, so zu tun, als seien wir dafür verantwortlich für das Erstarken der AfD, halte ich wirklich für lächerlich, meine Damen und Herren. So, und jetzt gucken wir uns das mal. Einen Moment bitte, Frau Kollegin, meine Damen und Herren, sind Sie doch so lieb und lassen Sie die Redner reden. Ausreden, Zwischenrufe sind zulässig, aber ein Dauerzwischenruf, Chor, stört natürlich auch die Rednerin. Bitte, bitte lassen Sie, vor allen Dingen lassen Sie mich jetzt erst einmal ausreden. Die Frau Kollegin Wissler hat das Wort. Vielen Dank. Demut ruft Herr Reif dazwischen. Das ist ja auch bemerkenswert. Und dann gucken wir uns erst einmal die Verteilung an. Im Westen, im gesamten Westen, wo DIE LINKE ja angeblich so ganz besonders radikal ist, im gesamten Westen hat DIE LINKE flächendeckend zugelegt, so wie auch in Berlin. Da haben wir nichts an die AfD abgegeben, sondern wir haben zugelegt, beispielsweise in Hessen von 6 auf 8,1 so. Und dann rede ich gerne mit Ihnen mal über den Osten. Da sieht es nämlich in der Tat anders aus. Und dann reden wir mal über den Osten und dann reden wir zum Beispiel mal über sächsische Zustände. Wer regiert denn in Sachsen seit der Wende? Wer lässt denn zu, dass es rechtsextreme Umtriebe in Sachsen gibt und geht dagegen nicht vor? Ich will einmal deutlich machen, was wir in der Situation in Sachsen haben. Dort stehen Genossinnen und Genossen unserer Partei vor Gericht, weil sie friedlich gegen Neonazis demonstrieren, während gegen die Neonazis nicht vorgegangen wird. Sachsen ist der Ort, wo wir wissen, dass das NSU-Trio sich sehr lange versteckt hat. Also, ich finde, wenn man darüber redet, was im Osten falsch läuft, dann muss man über Landesregierungen wie in Sachsen aber reden, die eine so rechte Politik machen, dass sie natürlich damit die AfD stark machen, meine Damen und Herren. Und dann reden wir mal, wenn wir über den Osten reden, reden wir doch als nächstes mal über Sachsen-Anhalt. Was ist denn in Sachsen-Anhalt? Da hat die CDU, die sich übrigens in einer Koalition dort mit SPD und Grünen befindet, dort hat die CDU im Landtag mit der AfD gemeinsam eine Enquete-Kommission gegen Linksextremismus eingesetzt. Zusammenarbeit mit der AfD, Enquete-Kommission gegen Linksextremismus. Da habe ich mich gefreut, dass die Kanzlerin sehr deutliche Worte gefunden hat und gesagt hat, eine solche Zusammenarbeit lehnt sie ab, meine Damen und Herren. Nur was passiert denn damit, wenn die CDU als regierende Partei in Sachsen-Anhalt mit der AfD eine Kommission gegen Linksextremismus einsetzt, wenn die rechte Gewalt dort zunimmt? Was passiert denn? Man relativiert doch Dinge, man macht die doch erst hoffähig. Und ich finde, genau das ist das Problem auch in Ihrer Rede wieder gewesen. Die Gleichsetzung zwischen rechts und links ist hochgefährlich. Seit 1990 sind über 180 Menschen durch rechte Gewalt ums Leben gekommen. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, rechts, links, alles das Gleiche, das sind die Ränder. Wir brauchen endlich einen konsequenten Kampf gegen rechte Gewalt und gegen rechte Hetze und keine Gleichsetzung, die relativierend wirkt. Und dann will ich auch noch einmal sagen, unter welchen Bedingungen Menschen im Osten Wahlkampf gemacht haben, und zwar nicht nur DIE LINKE, sondern auch andere Parteien, deren Büros angegriffen werden, die Morddrohungen bekommen, die an Wahlkampfständen angefeindet werden. Und ich will es einmal so sagen, hätte es in den 90er Jahren, seit den 90er Jahren nicht eine starke PDS im Osten gegeben, kann sich jeder einmal fragen, ob wir nicht seit 20 Jahren eine Rechtsaußenpartei in allen Parlamenten hätten.
Ich glaube, dass da wirklich die PDS auch einen großen Anteil daran hatte, dass man vor Ort in Parlamenten und außerhalb gegen rechts gekämpft hat und linke Alternativen aufgezeigt hat. So, und dann kommen wir mal. Und dann reden wir doch einmal über jemanden wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Wilsch, der vor einiger Zeit darüber spatonierte, man könnte doch mit der AfD zusammenarbeiten, könnte doch eine Koalition machen. Also, es ist doch nicht so, dass Sie dieses Problem uns zuschieben können. Wo kommt denn die Führungsriege der AfD eigentlich her? Wo kommt denn die Führungsriege her? Wo kommt denn der Gauland her? Aus der Hessischen Staatskanzlei, von der CDU. Wo kommen denn Hemzer, Glaser, Adam? Hohmann ist jetzt wieder im Bundestag. Ja, das ist doch alles hessische CDU gewesen. Und da zu tun, als ob das unser Problem sei, ist doch absurd, wenn die hessische CDU offensichtlich eine Brutstätte war für die Führungsriege der AfD, meine Damen und Herren. Ja, wo ist denn Frau Steinbach heute? Wo ist denn Frau Steinbach heute? Die haben Sie jahrelang, haben Sie die rechten Ausfälle von Frau Steinbach haben Sie geduldet. Die rechten Ausfälle von Herrn Hohmann haben Sie ewig lange geduldet. Heute sind Sie alle bei der AfD. Frau Lengsfeld springt bei der AfD rum. Und was machen Sie? Sie befördern noch Leute wie Herr Irmer nach Berlin, der hier über Jahre hinweg hetzt gegen Muslime und gegen Flüchtlinge. Den befördern Sie nach Berlin, und Sie wollen mir Nachhilfe geben, wie man gegen rechts kämpft. Herr Ministerpräsident, das ist lächerlich, was Sie hier machen. Und weil ich ja noch etwas Redezeit habe, vielen Dank dafür, will ich noch einmal etwas zu den Fakten sagen. Und ich will mal was sagen zu den Wahlergebnissen der letzten Jahre, weil ich finde, man könnte sich ja einmal empirisch anschauen, was passiert. Ich habe das vorhin gesagt, bei der Europawahl hat die CSU die Kampagne gemacht gegen angeblichen Asylmissbrauch, wer betrügt, der fliegt. Ergebnis: CSU verliert 8%, AfD gewinnt 8%. Könnte man ja einmal darüber nachdenken, dass, wenn man eben die Parolen der AfD aufgreift, dass die Leute vielleicht das Original wählen. Dann haben wir im letzten Jahr einige Landtagswahlen gehabt in Sachsen-Anhalt. Da hat Herr Haseloff über Obergrenze gesprochen und über Islam. Was ist passiert? Die AfD ist mit, ich glaube, 24% eingezogen. Die CDU hat verloren. In Rheinland-Pfalz, was hat Frau Klöckner gemacht? Hat das Thema Islam in den Vordergrund gestellt. In Mecklenburg-Vorpommern hat man alles Ernstes über Burka-Verbote diskutiert. Ich fand einen sehr treffenden Kommentar der GRÜNEN in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, am Ostseestrand in Mecklenburg-Vorpommern eine Burka zu treffen, ist ungefähr so gering wie einen Buckelwal zu sehen. Fand ich einen sehr treffenden Kommentar, über welche Probleme da eigentlich angeblichen Probleme dort geredet wird. In Berlin genau das Gleiche. So, und was ist denn in diesen Ländern passiert? Die AfD ist stark eingezogen, die CDU, mal davon abgesehen, dass es eine Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas ist und brandgefährlich, was dort passiert. Aber es nützt Ihnen doch wahltaktisch überhaupt nichts. Es nützt Ihnen doch nichts. Sie schaffen den Raum rechts von der Union, von dem Sie später beklagen, dass er da ist und Sie ihn füllen müssten. Den haben Sie doch geschaffen. Und dann schauen wir uns einmal im Vergleich die Landtagswahlen in diesem Jahr an. Ich bin jetzt nur wirklich kein Fan von Frau Kramp-Karrenbauer im Saarland. Aber Frau Kramp-Karrenbauer hat keinen Flüchtlingswahlkampf geführt. Das Thema, die Themen der AfD haben überhaupt keine Rolle gespielt, weder im Saarland, noch in Schleswig-Holstein, noch in Nordrhein-Westfalen. Es gab dort keine Auseinandersetzung über Flüchtlinge, und es gab niemanden, der der Meinung war, man sollte Wahlkämpfe auf Rücken von Migranten und Flüchtlingen führen. Was ist passiert? Die AfD ist in die drei Landtage leider auch eingezogen, aber mit ganz anderen Ergebnissen. So, und vor zwei Monate vor der Bundestagswahl, stand die AfD bei 7%. Und statt dass man sagt, wir kämpfen darum, dass die nicht einziehen in den Bundestag, wir machen ihre Themen jetzt nicht stark, stattdessen fängt es 6, 7 Wochen vor der Bundestagswahl an. Da kommt Herr de Maizière um die Ecke, es wird viel Geld für rechte Projekte ausgegeben, wir müssen das Asylbewerberleistungsgesetz kürzen. Herr de Maizière ist Verfassungsminister, er weiß ganz genau, dass mindestens jede weitere Kürzung verfassungswidrig ist. Er weiß ganz genau, dass Asylbewerber sowieso nur noch ein Taschengeld bekommen und das meist über Sachleistungen ausgezahlt wird, was nebenbei viel teurer ist. Dann fängt es 6 Wochen vorher an, die ganze Debatte, die CSU, die wieder schwadroniert von einer Obergrenze. Und so bereitet man doch die Stimmung, auf der die AfD stark werden kann. Die bestimmenden Themen der letzten Wochen waren Flüchtlinge, Terror, Islam.
Also alles eine Debatte, wo es nicht darum geht, dass Flüchtlinge vielleicht in Gefahr sind, weil wir eine Zunahme von rechter Gewalt haben, sondern darüber fabuliert wird, ob eine Gefahr von ihnen ausginge. Und da finde ich, muss man sich das doch einmal nüchtern einfach anschauen. Da muss man sich doch nüchtern anschauen, dass da, wo die Union am weitesten nach rechts gegangen ist für den Wahlkampf, dass komischerweise das die Länder sind, wo die AfD am stärksten abgeschnitten hat. Und ich glaube, dass man da einen Kausalzusammenhang sehen kann. Und deshalb noch einmal, ich bin der Meinung, im Kampf gegen rechts ist es notwendig, der AfD nicht die Themen zu überlassen, sie nicht zuzulassen, dass sie die Agenda bestimmt, auch wenn das vielleicht manchmal für den einen oder anderen auch bequem ist, weil man eben nicht über die tatsächlichen Missstände reden muss. Ich finde es wichtig, dass es eine Mobilisierung aller Demokratinnen und Demokraten gegen die AfD gibt, weil ich glaube eben nicht, dass sie sich entzaubern werden. Ich glaube nicht, dass sie sich einfach spalten und dann sind sie weg. Die haben sich schon einmal gespalten. Das Problem wird sich nicht von selber lösen, sondern das muss aktiv bekämpft werden und vor allem solidarisch mit den Menschen, die Opfer sind von gesellschaftlichen Stimmungen, die uns erzählen, sie werden im Bus angemacht, sie werden an der Straße angefeindet, weil sie ein Kopftuch tragen oder weil sie eine andere Hautfarbe haben oder warum auch immer, weil sie nicht ins rechte Weltbild passen. Und alleine aus Verantwortung dieser Menschen gegenüber ist es notwendig, dass man diesen Stimmungen etwas entgegensetzt. Und da sage ich noch einmal, Herr Ministerpräsident, ich finde gerade angesichts dessen, was die Hessen-CDU in den letzten Jahren entweder selber getan oder aber in ihren Reihen geduldet hat, halte ich es wirklich für verwegen, dass ausgerechnet Sie meinen, hier belehren zu müssen im Kampf gegen rechts. Wir sind vor Ort aktiv, wenn Nazis dort marschieren. Stellen Sie sich uns nicht in den Weg. Das sind auch viele Kolleginnen und Kollegen der SPD und der GRÜNEN, die. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, der Kollege Boddenberg hat sich zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich bin dem Ministerpräsidenten zunächst einmal nicht nur für seine Rede dankbar, sondern auch dafür dankbar, dass wir mit der Dauer seiner Rede wir die Chance haben, das Thema doch ein wenig tiefer und breiter zu diskutieren, als das in 7,5 Minuten der Fall ist. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben davon gesprochen, dass Sie staatspolitische Verantwortung übernehmen. Ich will ausdrücklich sagen, ich akzeptiere aus Sicht der Partei, der SPD, dass Sie sich so entschieden haben. Ich will aber auch deutlich sagen, ob es klug war, am Sonntag um 18.03 Uhr eine solche Entscheidung zu treffen und zu verkünden. Das wird die Geschichte weisen. Mein Eindruck ist der, dass die Menschen, die die SPD gewählt haben, und sie sind ja immerhin noch die zweitstärkste Partei aus dieser Bundestagswahl hervorgegangen, dass die nicht erwartet haben, dass sie mit dem Argument diesen Wahlkampf beenden, dass sie jetzt die stärkste Oppositionspartei werden wollen. Ich glaube nicht gehört zu haben im Wahlkampf, dass das ihr Ziel war. Und wenn Sie schon von staatspolitischer Verantwortung reden, dann will ich sehr deutlich sagen, die FAZ hat es mit einer Überschrift beschrieben, die ich ein bisschen zynisch finde, aber vielleicht ist sie auch nicht ganz falsch, nämlich in der Regierungsfalle. Sie haben mit Ihrer Entscheidung dazu geführt und uns dahin geführt, dass es jetzt außer Neuwahlen eine andere Option gibt. Und dann äußern Sie, Erwartungen, das wird man ja wohl hinbekommen. Dann äußern Sie Erwartungen, das werden die ja wohl hinbekommen, also die anderen, indem Sie gleichzeitig selbst sagen, wir wollen aber es gar nicht erst versuchen. Und ich finde, da ist der hohe altruistische Anspruch, den Sie sich selbst jetzt ausgeguckt haben als Argument, nämlich dass Sie verhindern wollen, dass die AfD die stärkste Partei im Deutschen Bundestag ist, gleichermaßen staatspolitisch zu hinterfragen. Ich habe eine andere Auffassung von Verantwortung, und ich will deutlich sagen, die Wähler offensichtlich auch. Jetzt wollen wir nicht über Umfragen jeden Tag reden und diese überstrapazieren. Aber wenn gestern, glaube ich, war es, 57% der Wählerinnen und Wähler in Deutschland sagen, ja, sie erwarten jetzt eine oder sie wollen jetzt eine sogenannte Jamaika-Koalition. Und wenn Sie sich dann anschauen, wie die Wähler sich vor dem Wahltag diesbezüglich geäußert haben, dann gibt es dort eine deutliche Kehrtwende, die für mich nur einen Schluss zulässt. Die Menschen erwarten, dass wir Verantwortung übernehmen.
Das ist heute mein herzlicher Appell. Das ist heute mein herzlicher Appell an alle Beteiligten. Da gucke ich nicht nur in die Reihen der Union, da gucke ich selbstverständlich auch hin, sondern ich gucke selbstverständlich auch in die Reihen der GRÜNEN und der Liberalen. Wir werden mit dieser Verantwortung eine schwierige Last zu tragen haben. Am Ende müssen wir ihr gerecht werden, wenn wir den Menschen nicht sagen wollen. Das Einzige, was der AfD am Ende des Tages gelungen ist, ist, dass dieses Land keine handlungsfähige Regierung mehr hat. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich muss auch an anderer Stelle auf Sie eingehen. Sie haben von einem themenlosen Wahlkampf gesprochen. Ich glaube, Sie hatten ein Programm, wir hatten ein Programm, die anderen Parteien hatten auch ein Programm, und da stehen Sachen drin, über die man, wie ich finde, trefflich reiten kann. Und wenn Sie das Duell bemühen als Beispiel dafür, dann frage ich, warum hat denn Ihr Spitzenkandidat in diesem Duell diese Themen nicht einfach aufgerufen? Wir können uns über die Qualität der Journalie, wir können uns über das Sendeformat und all das unterhalten. Das sollten wir auch tatsächlich machen. Wir sind ja, wir beide und andere auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verantwortlich. Wir können uns über all die Fragen unterhalten. Aber schon während des gesamten Wahlkampfes immer wieder mit dem Vorwurf zu kommen, der ist so themenlos, das alleine hätte die SPD ändern können. Und über Themen wie, wie richten wir unsere innere und äußere Sicherheit zukünftig auf, ich sage mal Stichwort 2-%-Ziel, dort gab es deutlich unterschiedliche Positionen in diesem Wahlkampf. Wie gehen wir zukünftig mit dem Thema innerer Sicherheit um, mit Blick auf die Frage der Durchsetzungskraft der Polizei und einer besseren Vernetzung der Polizeiarbeit zwischen den Ländern? Die CDU hatte vorgeschlagen, lass uns ein Mustergesetz machen für die Länder, sodass wir dort zu einheitlichen Standards kommen. Die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die älter werden und Sorge dafür haben, dass ihre Rente nicht sicher ist, die stand in allen Programmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir gewollt hätten, wenn Sie gewollt hätten, hätten wir über alle diese Themen reden können. Ich gebe zu, wir haben es zugelassen, dass über andere Themen geredet worden ist, von denen ich dachte, dass sie schon einen sehr, sehr großen Schritt weiter sind. Nämlich, wir haben es zugelassen, dass das Flüchtlingspolitik-Thema wieder auf der Tagesordnung genannt ist. Obwohl wir deutliche Fortschritte erzielt haben. Der Ministerpräsident hat es eben ja zu Recht angesprochen. Ich will noch einmal sagen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wir machen Ihnen doch nicht streitig, dass Sie dabei waren, als wir hier in diesem Land beide Aspekte in ein Programm gegossen haben, in Haushaltszahlen gegossen haben, nämlich dass wir uns a. um deren Integration und das Lebensnotwendige kümmern wollen, aber b. auch all die Dinge tun wollen und müssen. Und das setzen wir auch um. Gemeinsam setzen wir das um, die notwendig sind, um den Spalt, den viele gesehen haben, als Sorge gesehen haben, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Vor diesem Hintergrund, finde ich, stehen wir vor spannenden Zeiten. Ja, es wird spannend sein, wie gehen wir denn mit einer möglichen Konstellation aus CDU, CSU, GRÜNEN und FDP um. Da bin ich schon sehr gespannt und mit Blick auf die Debattenkultur auch hier im Hessischen Landtag. Da nehme ich mich selber übrigens auch nicht aus, aus der möglichen oder der Kritik, dass ich glaube, wir seit dem Sonntag lernen müssen, dass wir auch einmal über die Form der politischen Auseinandersetzung uns offen unterhalten müssen. Ich meine konkret, wir, die CDU, gehen mit einem Wahlprogramm in eine Auseinandersetzung im Wahlkampf, ob auf Bundes- oder Landesebene. Außer in Bayern gelingt es uns nicht allzu häufig, mit einer Ausnahme, einer erfreulichen Ausnahme in Hessen 2003, dass wir die absolute Mehrheit holen und dann nach der Wahl sagen können, wie wir es 2003 gemacht haben, jetzt ist unser Wahlprogramm 1:1 das Regierungsprogramm. In der Regel gehen Wahlen anders aus, nämlich sie gehen so aus, dass wir Partner brauchen. Das wiederum bedeutet, dass Partner mit unterschiedlichen Programmen zusammenfinden müssen. Kollege Wagner hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Demokratie nicht heißt, dass man vornherein eine Konsensgesellschaft ist, sondern man ist eine Gesellschaft, die im Diskurs, im Dialog, auch im Streit miteinander ringen muss um die beste Lösung und sich am Ende in Kompromissen finden muss. Das wiederum bedeutet aber doch dann Folgendes, und da gucke ich auch noch einmal sehr selbstkritisch in meine eigenen Reihen, auch in die Reihen bürgerlicher Lager und deren Stimmen, die beispielsweise der CDU, CSU vorgeworfen haben in der Vergangenheit, wir seien sozialdemokratisiert. Übrigens, die FDP, glaube ich, kam damit jede Woche um die Ecke. Das kann man ja machen. Aber es war seinerzeit 2005 etwas schwierig, die SPD davon zu überzeugen, dass sie bitte 1:1 unser Wahlprogramm übernehmen. Ich glaube, dass Sie als Koalitionär an anderer Stelle dafür eigentlich Verständnis haben müssen. Das wiederum heißt auch nichts anderes, dass dann auch sozialdemokratische Inhalte in einer großen Koalition stattfinden. Unsere Mühe wird es sein und aller Anstrengungen wert wird es sein, dass wir trotzdem am Ende, auch wenn wir gemeinsam regieren, wie hier in Hessen die CDU und die GRÜNEN,
den Menschen erklären, das ist ein Kompromiss, dieser Koalitionsvertrag, auf dem beide Seiten wesentliche Punkte ihrer Agenda umgesetzt haben, ohne dass der andere Partner damit in seinen Grundsätzen ein Problem bekommt. Am Ende aber eine Politik, die wir machen, weil wir mit Wahlergebnissen verantwortlich umgehen. Und das haben wir hier in Hessen 2013 getan. Viele sind bis heute überrascht, dass man auch so miteinander Politik machen kann, nämlich weiterhin einen glasklaren Regierungsauftrag oder besser gesagt Koalitionsvertrag. Der Auftrag der Wähler war, wenn ich mich recht erinnere, eher tendenziell ein anderer. Damit Verantwortung voll umgehen, wenn Wähler sich aber so entschieden haben, wie sie sich entschieden haben, und trotzdem nicht zu vergessen, wo man politisch herkommt. Das ist schwierig, hin und wieder darauf hinzuweisen, ja, wenn wir alleine regieren würden, würden wir es anders machen. Aber es ist notwendig, wenn wir die Akzeptanz dieser Politik und dieser Form der Demokratie weiter aufrechterhalten wollen. Ich will ein Letztes sagen, was mich ein bisschen stört. Frau Kollegin Faeser ist jetzt gerade nicht da. Das war so am Montag das Motto, ja, ist okay. Aber Sie können es ja weiter sein. Das war am Montag so in Ihrer Pressekonferenz die Aussage, ja, wir haben verstanden. Ja, also jetzt, wo Sie sich für die Oppositionsrolle entschieden haben, kann man natürlich leicht sagen, wir haben verstanden, wir gehen in die Opposition. Es wäre Ihnen möglicherweise ohne dies zuteil geworden, dieses Schicksal. Wir haben aber gesagt, wir wollen regieren und wir übernehmen Verantwortung. Daraus darf man aber bitte nicht schließen, dass die CDU/CSU entschieden hat, dass wir keine Verantwortung übernehmen für dieses Wahlergebnis oder dass wir dieses Wahlergebnis oder Wählervotum ignorieren und sagen, weiter so. Das stimmt nicht. Das sagt übrigens auch nicht die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin sagt, wie ich finde, völlig zu Recht, und das war ja mein Vorwurf im ersten Beitrag an Sie und Ihren Spitzenkandidaten, wir haben aber schon aus unserer Sicht nach wie vor das Wesentliche in diesem Land richtig gemacht. Ja, logisch, was denn sonst, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wieso haben wir denn heute ein solches Ergebnis in unserem Land, dass es den Menschen, wie auch Sie anerkennen, den meisten jedenfalls in unserem Land gut geht? Und daraus zu schließen, die sind ignorant, die verstehen das Votum derjenigen nicht, die populistische, extreme Parteien gewählt haben, finde ich, ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich sage am Ende des Tages auch ungerecht. Und auf die Spitze treibt es natürlich Herr Stegner, Ihr Vizekollege, Herr Schäfer-Gümbel, der dann erklärt, jetzt soll mal die Merkel die Suppe auslöffeln, die sie uns eingebrockt hat. Ja, das ist eine tolle Art von Partnerschaft die letzten 4 Jahre offensichtlich gewesen, dass beide Parteien die Suppe gemeinsam angerührt haben. Und wenn es denn nicht so war, wie es am Ende manche sich erhofft haben, man dem einen ausschließlich die Verantwortlichkeit zuweist. Ich finde das nicht in Ordnung. Und ich will ein Letztes sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und da bin ich bei uns allen persönlich. Ich höre in diesen letzten Tagen ganz viele, die sagen, wir müssen jetzt endlich einmal den Menschen zuhören. Wir müssen auf die Menschen hören. Wir müssen auf sie zugehen und so weiter. Ich sage einmal für mich sehr selbstbewusst, und ich glaube, die meisten von Ihnen werden das für sich auch reklamieren. Ich bin nicht bereit, mir den Vorwurf gefallen zu lassen, als hätten wir das bis zum Sonntag nicht gemacht. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit, anzunehmen, einen Vorwurf, wir gehörten zum Establishment. Schauen Sie sich im Hessischen Landtag um, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier sitzen Menschen, die aus der Kommunalpolitik kommen. Hier sitzen Menschen, die aus dem Ehrenamt kommen. Hier sitzen Menschen, ich gehöre zu denen, die eigentlich auch etwas anderes machen könnten als selbstständiger Unternehmer. Haben mir manche Freunde die Frage gestellt, hast du sie eigentlich noch alle, dass du neben deinem Job als Unternehmer noch ein solches Mandat annimmst? Ich will dafür nicht gefeiert werden. Ich habe mich dazu entschieden, und ich mache das sogar gern. Aber was ich nicht akzeptiere, ist, dass ich seit 1999, früher mal Handwerksmeister, der bin ich heute auch noch, an dem Tag, wo ich mir entschieden habe, in den Hessischen Landtag oder für den Hessischen Landtag zu kandidieren, zur Persona non grata erklärt worden bin. Das lasse ich mir nicht gefallen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier sitzen alle, die hier sitzen. Kollege Boddenberg, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich finde, die diesem Vorwurf auch mit Recht und mit Selbstbewusstsein begegnen sollten. Das ist auch ein Signal dieser Tage. Das soll nicht heißen, dass wir nicht verstanden haben, was der Wähler wollte. Darüber haben wir gesprochen und werden wir noch viel reden. Aber ein paar grundsätzliche Dinge müssen wir hin und wieder auch gerade biegen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, begrüße ich auf der Tribüne unseren langjährigen Kollegen Volker Hoff. Der ist in der letzten Woche auch 60 geworden. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Glück auf, Volker. Jetzt geht es weiter. Das Wort hat der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP aus Seligenstadt.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Aus dem Fortlauf der Debatte, wie wir ihn jetzt erlebt haben, sehe ich mich noch einmal kurz aufgerufen, doch vielleicht ein bisschen Konsens noch hier hereinzubringen. Ich wollte jetzt nicht einzelne Fraktionen oder Parteien insbesondere in die Verantwortung nehmen. Das ist vielleicht ein Stück weit zu zugespitzt gewesen. Ich glaube, jede Partei, jede Fraktion hat jetzt ihre Aufgaben. Und jeder wird jetzt in seinen Gremien und in den Runden, in denen man jetzt zusammenkommt, überlegen, wie geht man mit der Situation um. Im Blick wird man haben unser Land, im Blick wird man vielleicht auch ein bisschen seine Partei haben. Und man wird natürlich auch vor allem, und das hoffe ich, den Blick auf unsere Gesellschaft finden. Dieser Blick ist deshalb wichtig, weil, und das ist das, was ich im Wahlkampf mitgenommen habe, es schon Gräben in unserer Gesellschaft gibt. Und die Gräben, die kann man nicht ignorieren. Und wenn man jetzt für eine Politik stand in unserem Land für viele Jahre und so ein Ergebnis wie Angela Merkel und ihre Regierung das jetzt von den Bürgern in einer geheimen und freien Wahl als Botschaft gesendet bekommen hat, ist es gerade für die, die dort jetzt besondere Verantwortung tragen, auch in besonderer Weise angesagt, sich einmal zu hinterfragen, vielleicht seinen Politikstil, seine Kommunikation zu hinterfragen. Jede Partei sollte das tun, aber insbesondere ist es auch eine Frage derer, die in der Verantwortung standen und die dieses Land regiert haben. Und, der Kollege Schäfer-Gümbel, den wir hier aus dem Hessischen Landtag kennen, der stellvertretende Bundesvorsitzende seiner Partei ist, oder Volker Bouffier, der stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU ist. Wir haben Nicola Beer nach Berlin geschickt als unsere Bundesgeneralsekretärin. Das sind alles Menschen, die jetzt in Berlin große Verantwortung haben und die dort auch ein Stück weit die Dinge mitentscheiden und mitlenken werden. Und deshalb, glaube ich, ist es unbedingt und wichtig, dass wir in dem Ton, in dem wir uns auseinandersetzen, und Herr Schäfer-Gümbel, da sind Sie ja hier jemand, der wirklich auch Maßstäbe setzt in der Art, wie Sie versuchen, hier sag ich mal, aufzutreten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was auch andere und gerade in Berlin überlegt werden sollte, wie man eben dort auch intoniert. Und die ganzen roten Linien und das alles, diese Gefechte, die wir jetzt erleben, vielleicht sollten wir uns ein bisschen Pause geben. Wir haben einen beschlossenen Bundeshaushalt. Wir kennen das ja aus dieser Zeit. Wir sagten hier das Ypsilanti-Jahr, aber wir kennen die Zeit. Wir haben die Zeit. Vielleicht brauchen wir jetzt die Zeit als Parteien. Vielleicht sollten wir uns jetzt nicht die Dinge übers Knie brechen. Vielleicht sollten wir uns auch ein Stück zurücknehmen. Wir werden eine geschäftsführende Bundesregierung haben. Wir haben einen gewählten Bundestag. Dieses Land wird regiert werden. Dieses Land kann Gesetze im Bundestag beschließen. Es wird eine muntere Debatte im Deutschen Bundestag geben, eine kontroverse, eine inhaltliche Debatte. Es wird nicht im Kanzleramt beschlossen werden, was der Bundestag abwinken muss. Wir werden eine lebendige Demokratie in einer Auseinandersetzung in Berlin haben. Was Erfrischendes. Ich will einmal die positiven Dinge hervorkehren. Und wenn diese lebendige Demokratie, die sich Zeit nehmen kann, dann wieder vielleicht auch mit anderem Führungspersonal, vielleicht auch mit neuen Köpfen, mit neuen Ideen, mit einem Respekt miteinander umgeht und dann zueinander findet, dann wird es vielleicht auch eine stabile Basis für eine Regierung für die weiteren Jahre geben. Aber man sollte jetzt die Parteien, die dort jetzt in der Debatte stehen und die jetzt vielleicht sich in die Verantwortung gezwungen fühlen, auch nicht überfordern. Und darum, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist noch einmal nicht meine These. Die habe ich auch nicht oft vertreten. Aber in dieser schwierigen Situation, glaube ich, wäre es gut, ein bisschen Druck rauszunehmen, sich zu besinnen, sich zu finden und dann, wenn man das gemacht hat, gestärkt voranzugehen. Und darum müssen wir auch überlegen, und das ist in dem einen oder anderen Redebeitrag hier auch herausgekommen, so ein bisschen den Medien eine Verantwortung zuzuschieben, so ein bisschen die Themen verantwortlich zu machen. Ich glaube, wir müssen einfach aus diesem Wahlkampf lernen. Wir als Politik, wir bestimmen die Themen nicht. Die Themen, die die Bürger interessieren, bestimmen die Bürger. Und wenn wir den Bürgern für die Themen, die sie interessieren, keine politische Plattform geben, in denen wir die kontroversen Einstellungen diskutieren, dann werden sie emotional wählen und werden vielleicht irgendwelche Versprechungen hinterherlaufen oder einfach dagegen sein, wie es momentan läuft.
Darum ist es ganz wichtig, dass wir auch überlegen, ob wir strukturell einen Weg finden, wie das nicht mehr passieren kann. Wie wir, wenn die Bürger ein Thema haben, dies auch automatisch hier im Hessischen Landtag oder im Deutschen Bundestag zu einem Thema wird. Und Herr Boddenberg, Ihre Lebensleistung, Ihre persönliche Situation, das respektiere ich absolut. Aber ich glaube schon, dass es bei vielen Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl gab, dass die Politik nicht mehr an ihren wirklichen Befürchtungen, Ängsten und Interessen lang diskutiert. Ob das stimmt, das kann jeder für sich bewerten. Aber das Gefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern ist das, was ich aus dem Wahlkampf auch ein Stück weit mitgenommen habe. Und wir müssen auch hinterfragen. Wir haben ja eine Verfassungsdiskussion im Hessischen Landtag oder werden eine bekommen. Wir haben eine interessante Debatte in einer Enquetekommission, die zu dem Thema schon einmal unterwegs war. Und vielleicht muss man auch noch einmal überlegen, welche Möglichkeiten und welche Überlegungen wir für eine moderne Verfassung im 21. Jahrhundert brauchen, um solche Entwicklungen, die ja jetzt nicht das erste Mal in Deutschland passiert waren. Wir haben Helmut Kohl erlebt, eine sehr verdiente Persönlichkeit, die viel für unser Land getan hat, dessen letzten vier Regierungsjahre aber vielleicht nicht seine stärksten waren. Vielleicht sollte man, unser Vorschlag ist ja auf dem Tisch, zu sagen, Begrenzung der Amtszeiten an so ganz herausragenden Positionen, damit Parteien lebendig bleiben, und das ist jetzt auch nicht persönlich gegen irgendwelche Anwesende, es ist einfach eine strukturelle Frage, wie können wir unsere Demokratie aus den Erfahrungen der 70 Jahre Parlamentarismus, für den ich stehe und den ich auch für richtig halte, ich möchte keine Direktwahl, ich möchte nicht, dass wir in Deutschland uns einen Erdogan, einen Putin oder einen Trump einfangen können, indem eben in einer Stimmung heraus direkt gewählt Menschen aus einem Affekt heraus vielleicht in Positionen kommen, wo sie einer Demokratie nachhaltigen Schaden bringen. Und darum ist es gut, dass wir eine repräsentative Demokratie haben, dass uns das nicht passieren kann, dass wir als Abgeordnete immer noch als Sicherheitsargument dazwischen stehen. Aber die Frage der Struktur, die kann man sich auch einmal stellen, weil ich glaube schon, wir müssen eine Lösung finden, wie die Themen der Bürger tatsächlich auf den Nägeln bringen, auch tatsächlich hier debattiert werden, transparent gemacht werden und sich Parteien auch tatsächlich Lösungen stellen müssen. Und da sind ein paar Aufgaben zu lösen. Wir Freie Demokraten werden sicherlich in der Verfassungsdebatte, die ja jetzt läuft und die dann auch hier im Landtag geführt wird, dazu Vorschläge machen. Ich glaube, Demokratie kann auch besser werden. Wir können Lehren aus den momentanen Entwicklungen ziehen. Und wir werden das tun als Freie Demokraten. Jede Menge verdiente Vertreter von uns in Berlin werden sich jetzt Gedanken machen, wie sie unser Land auf Kurs halten. Und wir sollten uns nicht so ängstlich geben. Ich glaube, wir haben gute Leute in Berlin, und wir haben auch Vertrauen zu unseren Leuten. Und die werden schon auch erkennen, dass Verantwortung in der Demokratie dazugehört und dass man diese Verantwortung im Zweifel dann auch annehmen muss, weil es geht weniger um eine Partei. Es geht vor allem erst einmal um die Bürgerinnen und Bürger, und es geht um unser Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann schließe ich die Debatte und rufe auf den Tagesordnungspunkt 69. Bevor ich das mache, teile ich Ihnen aber noch mit, dass an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Betreffend verstärkter Einsatz der Hessischen Polizei am Frankfurter Hauptbahnhof. Das ist ein deutlicher Erfolg, Drucksache 19-5307. Dringlichkeit wird allgemein bejaht. Dann wird der dringliche Entschließungsantrag Top 74. Und wir können nach Top 70, nach der Aktuellen Stunde, ohne Aussprache darüber abstimmen. Machen wir es so. Okay. Was habt ihr noch Schönes? Komm mal her. Wie wollt ihr? Jetzt kommen sie alle auf einmal. Ja. Seht zu, wie ihr einig werdet. Gut.